Was geht, Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen, wo ich einfach die Bibel lese, um euch zu zeigen, wie ihr einfach die Bibel lest. Ich hoffe, das macht Sinn und wir haben bis jetzt Kapitel 1 bis 11 des Markus-Evangeliums gemacht. Und wir haben im Markus-Evangelium Kapitel 11, haben wir bis 26 gelesen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut euch doch die anderen Videos noch an und kommt wieder zurück zu diesem Video. Ja, ohne zu viel zu reden, ich bin ein bisschen krank, also versuche ich das jetzt ein bisschen kurz und schmerzlos zu machen. Ich habe Kopfschmerzen, ein bisschen erkältet, hört man vielleicht auch nicht. Starten wir doch ab Vers 27, wo es heißt: Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, traten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die anderen führenden Männer des Volkes auf ihn zu und fragten ihn: Wer gibt dir das Recht, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben? Wie wir gelesen haben vorher, er hat die Händler aus dem Tempel vertrieben, weil dieses Haus, das Tempel, ein Gebetshaus ist und kein Handelshaus. Und da hat er sie rausgeschmissen. Und dann haben die Schriftgelehrten und die Priester, sie wollten Jesus töten dafür. Aber sie hatten ein bisschen Angst, weil er so viel Ansehen hat. Natürlich. Und dann lesen wir weiter. Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Ich sage euch, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Wenn ihr mir eine einzige Frage beantwortet, erwiderte Jesus. Geschah die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes? Oder war es nur die Tat eines Mannes? Sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, sie geschah im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum wir ihn nicht geglaubt haben. Aber können wir es wagen zu sagen, es war nur die Tat eines Menschen? Denn sie hatten Angst vor dem Volk, weil es Johannes für einen Propheten hielt. So antworteten sie schließlich, wir wissen es nicht. Da entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich diese Vollmacht habe, so zu handeln. Wieder einer dieser Jesus-Momente, in dem er die Intention von den Schriftgelehrten dreht und seine eigene Lehre daraus machen möchte. Erstmal, was wir hier sehen. Jesus geht in das Haus von vermeintlich jemand anderes und sagt, ey, so wie ihr das macht, geht es nicht. Also stellt euch mal vor, ihr habt jemanden zu Besuch und er kommt zu euch und sagt, hey, diese Couch, die da ist, so die sollte da eigentlich nicht sein, die sollte ein bisschen weiter auf der rechten Seite sein. Oder du führst ihn dann weiter und du zeigst ihn, keine Ahnung, dein Badezimmer und du sagst, hey, eigentlich sollte das Klopapier auf der Seite sein und nicht auf der Seite sein. Und der ändert alles und dann fragt man sich nur so, hey, warte mal, bin ich nicht der Herr meines Hauses, sodass du mir einfach sagen kannst, was du verändert haben willst oder was du ändern möchtest? Ich hoffe, das hilft ein bisschen zu erkennen, was hier passiert. Es ist nicht so, dass der Tempel das Haus von Israel ist. Nein, nein. Israel hat es umgedreht. Israel ist in Gottes Haus gegangen und hat gesagt, hey, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Jesus ist zurückgekommen in den Tempel und hat gesagt, nein, so sollte es eigentlich sein. So war es gedacht. Es sollte ein Gebetshaus sein, kein Markthaus. Und dann kommen die Priester nochmal zu Jesus und fragen, mit welcher Vollmacht machst du das? Veränderst du dieses Haus? Wer gibt dir die Macht, das zu verändern, was wir hier aufgebaut haben? Und dann zeigt Jesus auf, was dieses Problem gerade in dieser Situation ist. Also, wie gesagt, auf das Thema Vollmacht komme ich in der nächsten Folge drauf. Aber heute geht es noch darum, was ist das Problem mit diesen Schriftgelehrten, mit den Priestern zu der Zeit. Und Jesus antwortet nicht direkt auf die Frage, hey, ich mache es aus dieser Vollmacht oder dieser Vollmacht. Nein, er antwortet mit einer Gegenfrage. Und er fragt, ihr kennt doch diesen Johannes. Der hat doch getauft. Hat er den Auftrag Gottes bekommen? Oder hat er es aus seinem eigenen Willen getan? Und dann haben die Priester ihre Köpfe zusammengepackt und haben gesagt, wenn wir jetzt sagen, aus Gottes Wille, dann wird er fragen, ja, aber wieso haben wir ihm nicht zugehört, was er gelehrt hat?
die Umkehr, dass jemand kommen wird, dass Jesus kommen wird und dass Jesus auch der ist, der er ist. Und wenn wir sagen, nee, er hat aus seinem eigenen Herzen gehandelt, dann werden uns die Menschen nicht mögen, weil die Menschen mögen Johannes den Täufer. Also letztendlich antworteten sie mit, wir wissen es nicht. Und das zeigt einfach, wieso die Schriftgelehrten, wieso die Priester das tun, was sie tun. Nur wegen dem Ansehen der Menschen, die herumstehen. Denn es zeigt wieder ganz klar, alles, was die Priester, die Schriftgelehrten, auch die Pharisäer tun, nur um Ansehen zu bekommen, nur um gut dazustehen. Und deshalb antworten sie in diesem Fall auch gar nicht. Weil der Ansehen könnte ja geschwächt werden oder sie widersprechen sich selber. Also sagen sie, ich weiß nicht. Und Jesus antwortete, ja, wenn ihr mir nicht antwortet, dann antworte ich auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Obwohl, wenn wir zurücksehen, sehen wir ganz klar, aus welcher Vollmacht Jesus es macht. Denn er sagt, er hat den Auftrag bekommen, er tut es, weil der Vater ihm den Auftrag gegeben hat. Wir lesen es in anderen Büchern des Evangeliums, wir lesen es in anderen Kapiteln. Er handelt im Auftrag des Vaters. Also ich ziehe da aus dieser Stelle noch eine Lehre für uns auch heute, und zwar dieses Ansehen. Wir müssen uns konzentrieren darauf, auf wieso wir etwas tun. Wenn wir es nur tun, weil wir gut dastehen wollen, also sagen wir haben jemanden in unserer Schule, im Studium oder in unserer Arbeit, jemand, der vielleicht Hilfe braucht. Und der einzige Grund, warum wir ihnen helfen, ist, weil die anderen dann sehen, wie toll wir sind. Das ist die falsche Motivation. Wir sollten alles, was wir tun, zur Ehre Gottes machen. Ansehen dieser Welt sollte uns nicht kümmern. Wir sollten uns darauf fokussieren, auf das, was Gott von uns denkt. Denn letztendlich ist das das Einzige, was wichtig ist. Aber ja, vielleicht könnt ihr euch ja diese Woche mal darauf fokussieren, wo ihr euren Ansehen sucht, also wo ihr eure Anerkennung herhaben wollt. Ist es euch wichtiger, was Menschen von euch denken, oder ist es euch wichtiger, was Gott von euch denkt? Wenn ihr denkt, ihr seid an einem falschen Punkt, ihr könnt immer dafür beten, Gottes Willen zu tun, anstatt euren eigenen Willen, nur um Ansehen zu bekommen von irgendjemand anderes. Aber ja, ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir noch unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ich noch beantworten soll. Aber sonst war es das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Kapitel 12. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Also ich habe hier noch die Playlist von Markus Evangelium 1 bis 11 jetzt. Und auf dieser Seite habe ich noch ein anderes Video, was sehr interessant sein könnte für euch.